Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich war jetzt eine Woche nicht da. Ihr konntet so ein bisschen meinen Status auf meinem Instagram-Account verfolgen und ich glaube, ihr auch auf Facebook und auf Twitter. Ich habe es endlich mal hinbekommen, dass das Ganze überall geshared wurde. Und ich musste mir natürlich immer ein bisschen helfen lassen, weil ich bin der absolute, ja, nicht ganz so schlimm, aber ich bin schon ziemlicher Noob, was so soziale Medien angeht, wie man postet und so weiter. Aber alter Hut kennt er sicherlich. Ich habe Saisonbelohnungen nicht alle eingesammelt. Hier ist er frei gerade eingeloggt. Auf den wollte ich aber gar nicht gehen. Aber ihr seht, hier läuft alles pickepacke voll über. Liegt einfach daran, dass ich mich im Moment nur auf zwei Accounts eigentlich ein bisschen versteife. Und zwar ist das natürlich der Toti, auf den gehen wir auch drauf. Auf dem war ich gestern Abend schon, beziehungsweise habe mir gerade noch so die ganzen Passsachen abgeholt. Und ich hätte es auch fast wieder vergessen. So müssen wir es machen. Die August-Saison ist da, okay, aber es gibt hier definitiv etwas, was wirklich nicht meins ist. Und mir ist das, ich konnte das jetzt nicht aufnehmen oder so für euch, sondern habe das natürlich ein bisschen angespielt, aber sehr, sehr schicker Skin finde ich, der Party-Gladiatoren-Helden-Skin finde ich nicht schlecht, aber da kommt sicherlich noch in den nächsten Tagen ein bisschen mehr auf und zu, denn irgendwo kann ich mich daran erinnern, dass irgendwie im Sommer immer so ein bisschen so Clash-Geburtstag ist, ne? Und ich meine, dieses Jahr 10 Jahre Clash of Clans seit 2012. Und okay, hier habe ich noch ein bisschen eingesammelt. Aber was ist eigentlich tatsächlich nicht meins? Ich habe es lange gesucht, weil ich habe auf den ganzen Infoseiten immer nur gesehen, Android, Android, Android. Ihr müsst hier klicken. Da ist das womöglich woanders. Aber ich habe überhaupt kein Android-Gerät mehr, wo ich jetzt Clash of Clans drauf habe. Nur noch das alte kaputte. Auf dem hier vorne läuft es nicht mehr, weil da das Android zu alt ist. Und zwar ist das dieser Arcade-Kasten hier. Arcade war noch nie meins. Kann ich euch sagen, Arcade war noch nie meins. Und wenn man hier reinklickt, ich finde das schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und mittlerweile kann man ja zwei Sachen spielen. Play 1980 Now und 1990. Ich glaube, das 1980er, das habe ich schon einmal ganz, ganz kurz angespielt. Aber wie gesagt, Leute, ich bin überhaupt kein Arcade-Fan, noch nie gewesen. Und ich hab früher mal ein bisschen Ghosts'n Goblins gespielt und so weiter, aber das natürlich dann irgendwo an entweder früher gab es halt, wenn man nicht zu Hause hatte, nur die Spielenhallen, Automaten, an denen man natürlich daddeln konnte, aber das hier ist echt nicht meins, Leute. Das ist wirklich nicht meins. Vor allen Dingen nicht mit dieser komischen Steuerung. Hier puncht er, hier springt er, hier muss ich immer so ein bisschen laufen. Der kann natürlich auch ziemlich hoch springen. Ich weiß auch gar nicht, was man hier so machen könnte oder machen kann. Aber die kann ich zerstören, okay? Also wie gesagt, diese Arcade-Dinger, das ist überhaupt nicht meins. Kann ich euch sagen. Und oh, läuft, naja, okay, da geht er weg. Also das muss mir mal jemand erklären hier, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und aber das ist echt nicht meins. Also dieses Arcade-Zeug, ich weiß nicht, liegt euch das? Also mir liegt das gar nicht, erst recht nicht am Tablet, wenn dann schon ein bisschen eher am Handy oder aber mit dem Joystick oder Joypad oder was man da auch immer früher für benutzt hat. Und deswegen gehe ich auch gerne wieder raus. Das heißt, nee, ich will noch mal reingehen, denn es gibt ja auch dieses hier. Okay, ist das auch Arcade oder ist das schon ein bisschen was anderes? Muss ich mal gucken. Das ist jetzt das erste Mal, dass das hier lädt bei mir. Oh, what's this? Krass. Aber das ist auch Arcade, ne? Okay. Ui. Ah, das sieht aber schon ein bisschen moderner aus, ne? Oh. Das sieht aber schon ein bisschen moderner aus, muss ich sagen. Das habe ich echt jetzt noch nicht angespielt. Okay, Belagerungsmaschine. Schwert weg. Ja. Hog Rider. Sieht aber ein bisschen pixelig aus. Nicht pixelig, sondern so Polygone, ne, sind das ja. Also eigentlich nur Dreiecke. Select Player. Oh, ich kann mehrere Player spielen, aber ich würde sagen, wir nehmen den hier. Das heißt, ach so. Wir selecten das mal. Pick up Coins to speed up. Okay.
Mal sehen. Oh, das dauert aber ganz schön lange hier schon zum Laden. Das muss ich unbedingt mal wahrscheinlich am Handy machen. Was muss man hier machen? Ah, das ist ein Rennen. Okay, aber wie steuere ich hier? Wie steuert man hier? Ich weiß gar nicht, wie man hier steuert, Leute. Ach, einfach so auf dem Bildschirm. Okay. Aber ihr seht schon, solche Spiele sind nichts für mich. Und das letzte Mal, als ich so ein Spiel gespielt habe, ich glaube, das war Mario Kart irgendwo an der Wii oder sowas. Okay. Oh. Habe ich zwar gecoint, aber. Oh, jetzt, da hatte ich den Power-Up. Okay. Ah, nein. Also, das ist ja mal gar nichts für mich. Okay. Ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, wir spielen lieber normal Clash of Clans hier. okay. Also, das ist echt nicht meins. Und ich will mir aber erstmal einen Pass gönnen, Leute. Und ich habe auch so ziemlich alles eingesammelt. Clanspiel-Ergebnisse habe ich mir noch nicht eingesammelt. Da muss ich erstmal wieder so ein bisschen so die ein oder andere Rune ausgeben. Was gibt es umsonst? Der ist immer noch 20 Stunden da. Den muss ich auch überall einsammeln bei meinen Leuten. Und ich habe auch wieder ein bisschen hier bei den Überfallsachen mitgespielt. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben ja schon die Drachenklippen, aber wir haben noch gar keine Drachenkaserne. Die Drachen verteidigen. Ah, doch, haben wir doch. Ah, okay. Drachen verteidigen, echt nett, aber wir selber haben noch gar keine Kaserne, glaube ich. Mal gerade gucken. Truppen ausbilden, verbessern. Wo ist hier eine Kaserne? Gerade gucken. Toter Baum, Stein, Felsbrocken. Okay, ah, das. Kann ich das Lager wahrscheinlich gar nicht verbessern? Nein, das muss auf Level 2. Das ist noch auf Level 1 und muss auf Level 7. Okay, alles klar. Ist ein bisschen verwirrend. Ich habe auch nur, glaube ich, mit den beiden Accounts hier überhaupt im Urlaub in der Clanstadt mitgemacht. Und mal sehen, wo hier überhaupt was geht. Lagerplatz, das hört sich gut an. Lagerplatz hört sich gut an. Wir machen den, glaube ich, mal fertig. Ah ja, okay. Wofür sind diese Lagerplätze denn eigentlich so ultra wichtig, muss ich jetzt echt mal so sagen. Was ist daran so wichtig an diesem Lagerplatz? Müsst ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, weil so ganz habe ich es noch nicht verstanden, dass man diese Sachen hier auch alle hochlevelt. Man kann hier ja eigentlich noch bessere Sachen leveln, zum Beispiel die Rasenraketen hier, bevor man überhaupt sich an dieses andere Gebälk macht hier, an die Obtackles etc. Aber das muss ja irgendwas zu tun haben mit etwas Feind ablenken, was auch immer. Aber ich fand die Raids hier schon sehr, sehr schwer. Wir gehen mal in die Überfallsache rein. Ich habe hier nur zwei Angriffe gemacht mit dem Thorsten. Ich habe trotzdem immer noch 5000 Dinger hier, 5000 Überfallmedaillen. Und wir haben auch gar nicht viel gemacht. 6 Angriffe abgeschlossen, aber trotzdem 251.000 wieder reingesammelt. Finde ich nicht schlecht. Und haben nebenbei auch so ein bisschen Klarkrieg gespielt. Also weil natürlich Arcade jetzt nichts für mich ist, müssen wir hier ein bisschen mal ins Kriegsloch reingucken. Es sieht nicht so gut aus. Wir haben jetzt die letzten beiden verloren, auch gegen Hessen. Da haben wir ja schlecht angegriffen. Gegen Hessen haben wir schlecht angegriffen. War ein bisschen ärgerlich. Ich habe seit langem mal wieder 3 kassiert. Toller Angriff auf mich. Gut ab. Aber wir haben hier auch kassiert. Kann man noch wiederholen? Jo, kann man ja noch wiederholen. Sehr schick. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen nach vorne. Und gucken wir das Ganze da einmal an. Der Petzko. Hier mit einem Drachenangriff, okay. Das bin ich mal gespannt, wie das läuft. Oh nein. Ah. Dass der das nicht rafft, ey. Immer so mittendrin, weißt du? Immer so mittendrin. Und irgendwie muss er das ja mal verstehen. Weil die Mucke wird mir leider rausgeschnitten, wenn die hier in Spotify ihre Mucke abspielen. Aber heftiger Drachenangriff, muss ich mal einfach so sagen. Oder halt noch nicht eine noch nicht so gute Base. Aber ich meine, ist eine Max Stratos 14 Base. So ziemlich noch nicht so ganz alle Mauern, aber ich glaube, die Verteidigung war es schon. Und
Was natürlich aufgefallen ist, wir hatten mal wieder keine gefüllten Clanbogen oder da war vielleicht so eine Truppe drin oder eine halbe, wenn überhaupt. Ich glaube, bei mir waren zwei Truppen drin und dann hat es der Gegner natürlich ein bisschen einfacher war, vielleicht ein bisschen konfus, wegen dem, dass hier doch einige, glaube ich, so ein bisschen im Urlaub sind, ein bisschen abwesend sind. Ich bin jetzt mal gespannt auf die neue Liga, die ja jetzt beginnt. Und wir haben den einen oder anderen noch dazu bekommen, beziehungsweise der ein oder andere hat noch gefragt, hier, dass er bei der CWL jeden Tag mitkämpfen kann. Da muss ich erst mal gucken. Wie sieht's aus mit Liga? Ja, Bungalow, du spielst ja keine Liga mit. Muss man mal so sagen. Der Bungalow spielt in jedem Fall keine Liga mit. Weil hier spielen nach wie vor nur 14er und 13er mit. Und schöner Angriff hier. Aber lass mal eben checken. Ich muss mich jetzt auch erstmal so ein bisschen sortieren, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin. Hab gestern Abend überhaupt nichts mehr gemacht, beziehungsweise nur die Pässe abgeholt und keine Arcade gespielt. Hab hier noch keinen Pass. Okay, ich hole mir den Gold Pass mal. Ich müsste mir eigentlich noch einen holen können. Jups, einen habe ich noch. Und schlage aber heute wieder zu. Avatar bekommt seinen heute auch noch, gar keine Frage. Und dann kann ich hier in jedem Fall wieder ein bisschen Pass spielen. Ich meine den Skin von der Sommer Queen, den habe ich mir hier mit dem tatsächlich geholt. Mit dem anderen Account habe ich das nicht mehr geschafft. Das hat mich heute Morgen auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen, dass ich da gar nichts mehr gemacht habe oder recht wenig. Ich meine, ich habe meine CK-Angriffe gemacht, ja, aber mehr auch nicht. Ja, mehr auch nicht. Und habe klar, mit Thorsten habe ich den Pass ganz normal durchgespielt, immer mal wieder ein bisschen angegriffen, etc. Warum ich das mit dem Avatar nicht gepackt habe, weiß der Geier, heißt es da immer. Aber immerhin, erste Videofolge, 1. August, perfektes Datum, würde ich sagen. Ich darf nicht vergessen, meinen Bruder anzurufen, der hat nämlich heute Geburtstag, wie jedes Jahr am 1. August. Und aber hier haben wir schon mal, na, schafft man noch die 50, die zweiten Stern hier, jo, schafft man noch. Zweiten Stern, dann haben wir das schon mal drin. Muss immer dran denken, bevor ich hier die Eingamespende bekomme, die es ja meistens am Anfang gibt. Gibt sie am Anfang? Ja, muss ich 40 Punkte machen, 40 und nicht 20. Weil oftmals ist es so, dann verspende ich das einfach so. Und rucki-zucki, könnt ihr mal sehen, wie teuer das ist hier, so eine Karre. 15, ich meine, 15 geht auch noch, ne? 15 geht auch noch, aber ich müsste eigentlich eine. Ah ne, ich hab auch wirklich keine fertig, okay. Ja, komm, wir gönnen uns die 15. Ja, ist mir egal. Aha, Spenden für ein Juwel sind für dich nicht aktiv. Bist du sicher? Bin ich. Da ich auch reichlich geholt habe. So, jetzt habe ich aber auch die Eingamespende durch. Zack, perfekt. Und dann gucken wir mal, was es im Pass gibt. Müsste eigentlich relativ die normalen Sachen wieder geben. Bisschen Stadtgold, okay. Drei oben, drei unten. Aber ich bin sicher, dass in dieser Woche noch ein bisschen was anderes kommt, Leute. Also bleibt ein bisschen am Ball, bleibt ein bisschen am Kanal dran. Es wird in jedem Fall spannend. Ich sehe hier so auf den ersten Blick noch nichts Zehnjähriges hier. Die Juwelenkiste nehme ich natürlich gerne mit. Ich habe ja auch gerade 15 ausgegeben. Das heißt, 25 kriege ich jetzt wieder rein. Hier müsste ich sowieso mal wieder ein bisschen was hübscher machen. Und aber ich meine, erstmal wieder reinkommen hier so ein bisschen. Und anfragen tue ich hier nicht. Was habe ich denn am Start? Immer ein Hybrid. Perfekt. Hole ich mir eben mal Truppen. Gehen wir mal einkaufen. Dann machen wir eben mal diesen Account hier fertig. Also, was die drei Sachen angeht. Boah, 600.000. Guck mal, erster Klick hier. Kleines Rathaus, kleine Scattershots. Und der Adler, richtig schön für uns erreichbar. Sehr, sehr schick. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, dass die Queen uns da nicht ganz so abhaut. 1, 2. Und dadurch. Ab durch die Mitte. Oh, guck mal, ja, da auch noch eine Juwelenkiste. Das wäre schön, wenn man die klauen könnte, ne? Juwelenkisten klauen. Das wäre sehr schön. So, das nehmen wir das schon mal richtig. Mal sehen, die Zeit ein bisschen im Blick haben hier. Queen geht dann auch mal rein. Das wäre ganz schick. 1, 2. 1, 2. Na, jetzt habe ich natürlich keinen für da hinten. Okay, aber der hat nichts in der Clanburg drin. Perfekt. Dann können wir erstmal ein bisschen laufen lassen. Von wo gehen wir denn jetzt weiter vor? Lass mal gerade checken. Ich würde sagen, wir gehen mit dem King mal von hier. Nehmen mal hier eben zwei Schweinchen.
Und den hier. Und lassen hier hinten mal. Och, guck mal, der hat das Dunkle. Er hat das Dunkle so schön draußen für uns. Oh, nicht weglaufen. Okay, nicht weglaufen war aber jetzt auch gut gemeint von mir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Oh, Royal Champion. Sieht gar nicht mal so gut aus, muss ich sagen. Scattershot mal eben wegfrosten. Brauchen wir denn noch ein paar Helden hier? Oh, ich habe auch mehr Heil dabei, sehe ich jetzt gerade. Wo haben wir denn noch ein paar Helden? So, die nehmen wir jetzt erstmal in die Pflicht hier. Hier hinten schmeißt man noch einen Fries drauf. King geht da gut ab. Okay, aber wir haben auch gar keine Helden mehr, ne? Dann kann ich die hier so ein bisschen fürs Cleanup nehmen. Sehr schön. Einmal hier noch geheilt. Und den Gift. Haben wir noch hier eine Falle oder sowas? Mal sehen. So, die haben das da gemacht. Aber wir haben auch keine Falle mehr. Eben mal den Royal Champion gezückt. Perfekt. Ja, perfekter Einstieg hier in den Monat August für mich. Und ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Will auch ein bisschen mehr für euch aufnehmen. Ich hoffe, das ist euch ganz recht. Die Frage nach den anderen Sachen, ja, könnt ihr ruhig fragen. Werde ich so ein bisschen beantworten. Gar keine Frage. Ich werde Fragen beantworten. Und aber erstmal perfekter Einstieg hier in den Monat. Mal sehen, was wir auch schon jetzt in den Pass hier reingeschafft haben. Ah ja, okay, das. Oh, wir müssen Klankriege spielen, aber es ist E-Liga. Und da muss man natürlich gucken. Beginne ein. Ah nee, doch, Liga beitreten. Ein Tag, 20 Stunden. Ich gucke mal, wie es denn eigentlich bei uns so aussieht. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich glaube, da gucke ich mal da. Lass mal eben checken hier nach meiste Trophäen. Höchster Rathauslevel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. 11 Rathaus. 14. Das ist ja krass. 11 Stück, okay. Und ich würde sagen, 1, 2, 3, 11. Ja, da kann ich die ablehnen hier. Also der wird in jedem Fall nicht spielen, der Klang, weil wir dann doch genug 13er haben. Ich glaube, das war ja ein 13er, ne? Ja, weil wir dann doch genug 13er haben, die auch wahrscheinlich, obwohl, hat ganz gute Sterne. Hier oben habe ich, da hat Max abgelehnt, das war ein Rathaus 10er. 14 ist mir ein bisschen jung. Die fühlen sich mal gleich auf den Schlips getreten, wenn du da mal sagst, du, war aber ein doofer Angriff. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, mal gucken, wie es hier so weitergeht. Wir sind 1 von 46. Ich muss auch unbedingt mal in den Clan Free-to-Play wieder rein. Denn da war ich die gesamte Woche 0. Habt ihr gerade gesehen, eingeloggt mit dem Fry. Und dann würde ich sagen, gucke ich jetzt erstmal dort ein bisschen nach, was dort Taco ist. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Wochenstart und habt vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Bleibt.